Hallo und ein recht herzliches Willkommen auf meinem Kanal. Hier ist mal wieder euer Maximus, begrüße euch zu einer weiteren Folge Euro Truck Simulator 2. Natürlich auf der Pro-Mod 2.31, während wir hier oben im Norden von Norwegen eine kleine Tour machen. 175 Kilometer, ja, wird der eine oder andere sagen, hey Mann, das ist ja gar nicht lang. Ja, ja, das wird schon einen Grund haben, weil wir fahren nach Hammerfest. Ja, das ist, wie ich sehe, eine Strecke, die bin ich selber noch nicht abgefahren oder die könnte durchaus neu sein. Und hier oben am Nordkap, da haben sie auch was verändert. Ja, gut, aber bevor wir hier anfangen, werdet der ein oder andere schon was mitgekriegt haben. Ich probiere mal wieder was aus. Und zwar die Premiere-Funktion von YouTube. Und beim letzten Mal war ja das Problem, habe ich ja auch beim Euro Truck Simulator bei den einen Video gemacht. Und das kam sehr, sehr gut an. Also nochmal kurz eine Info, was das eigentlich ist. Und was mir da so aufgefallen ist, als erstes... Schreibt mal in die Kommentare, wenn ihr das jetzt hier live seht, das Video. Also, ich gehe gleich nochmal auf die ganze Funktion hier ein. Ist es immer noch auf 360p, weil das ist dann suboptimal. Deswegen probiere ich das auf jeden Fall nochmal aus. Ja, vorsichtig. Weil normalerweise sollte es so wie das Video sein in 1080. Und nicht in 360. Wir hatten nämlich das letzte Mal das Problem... Es läuft so, ich habe ein Video und dann gibt es so einen Schalter, eine Funktion, wo ich dann sage, pass auf, jetzt soll das als Premium, Premiere, ja, Video laufen. Und dann gibt es halt eine Information, da kann jeder draufklicken und sagen, hey, darüber möchte ich auf jeden Fall hundertprozentig informiert werden, falls der eine oder andere trotz alledem Abo und Glocke nicht die Information kriegt, die er haben möchte. Sollte das aber hundertprozentig funktionieren, er kriegt ihr vorher eine Info, ey, der Maximus macht heute ein Video hier rüber und ihr habt die Funktion angeschaltet und viele machen das ja auf dem Handy. Und dann sollte auch oh, knappe Sache. Das mit der Info funktionieren. So. Dann läuft dann halt so ein Timer ab, ja, nur noch 30 Minuten, 20, 10 und wenn es dann, sagen wir mal, 16 Uhr ist, dann läuft dann noch so ein Timer, aber in der Zeit könnt ihr schon live chatten. Und das, wie gesagt, kam bei euch verdammt gut an. Schon, da waren 30, 40, 50 Leute, ja, über 40 Leute waren auf jeden Fall, die gewartet haben, gemeinsam, bis das Video dann online war. Und viele waren dann immer noch so überrascht. Ey, was ist denn da los? Ist da etwa ein Livestream? Nee, ist es nicht. Es ist ein Video, wo man quasi chatten kann. Das große Problem war bei mir, dass es nur in 360p gelaufen ist. Warum auch immer, keine Ahnung. Es ist ja im Endeffekt nur ein ganz normales Video. Und sollte auch in 1080. Man kann nicht vorspulen. Man kann aber zurückspulen und wieder an den... Originalzeit, also wenn das Video 20 Minuten geht, dann sollte es 16.20 Uhr zu Ende sein. Roundabout. Ja, es kommt ja vorher noch dieser Cooldown, also wo die 2 Minuten ablaufen, also kurz nach 16 Uhr. Wenn das jetzt diesmal wieder so ist, weil ich werde es nicht sehen, weil 16 Uhr, da bin ich noch auf der Autobahn, ja, dann schreibt es mal rein, ob das wieder mit 360p war. Wenn das diesmal anders war, könnte man durchaus die Euro Truck Simulator folgen, nicht alle, aber vielleicht zum Teil, weil da sich doch die meisten Leute drauf freuen, ja, quasi so eine Premium-Video draus machen. Wie viele Kilometer? 150 haben wir noch. Ach, schöne Gegend hier, oder? Ach, herrlich. Promods, ich liebe euch. Ja, und diesbezüglich... wollte ich das jetzt nochmal so als Test machen, inwiefern das vielleicht nur zum Anfang mal ein Fehler bei mir war. Vielleicht ändert sich ja das alles. So, jetzt ein bisschen vorsichtig fahren hier. Oh, auf
fast. Oh, knappe Sache. Ob das diesmal besser läuft, ja, schauen wir mal. Und ich weiß nicht, wenn der neue Renault kommt. Das ist ein Mod, ja. Ah, die warten. Schön. Das ist herrlich. Müssen wir nur mal, ja. Oder gerade wenn ein neues Spiel irgendwie rauskommt, ja, dass ich dann das so ein bisschen Vorfreude, dass ihr euch dann im Chat live ja, schreiben könnt. Ja, das denke ich mal, könnte eine gute Alternative zum Livestream sein. So eine Funktion. Gerade so, wenn der ein oder andere merkt, aha, ich krieg ja von Maximus gar nichts mehr mit. Ja, dann weiß ich auch nicht, was da der Fehler manchmal ist. Ja, das ist halt manchmal YouTube. Da müssen wir durch. So, jetzt erstmal ab durch den Tunnel. Oh, da haben wir ja doch ein ganz schönes Stück hier vor uns. Natürlich, wenn jetzt wirklich in 360p, dann tut's mir leid, dann funktioniert das erstmal bei mir nicht. Oder weiß der Geier, aber wenn einer da Informationen hat, woran es liegen kann, dann bitte in die Kommentare. Dann gucken wir mal, ob wir da irgendwo mal eine Alternative finden. Und danach, wenn es wirklich in 360p war, wartet mal ab eine halbe Stunde. Oder besser gesagt, ihr schaut mal, wenn der Livestream vorbei ist, oder das Live-Video, nenne ich es einfach mal so, danach das Video, und dann ist es, sollte es ein 1080p sein. Ja, einfach mal nochmal raufklicken, nochmal gucken, da kriege ich nicht zweimal bewertet, oder ja, das ist ja, auf jeden Fall, die Interaktion ist da durch die Community noch ein bisschen intensiver. Und so, warten wir mal. Auch so, dass die Freude nicht am Fahren, sondern am Kommentieren und Liken ist dann auf jeden Fall ein bisschen höher. Das hilft einem, ja. Brauchen wir nicht um heißen Brei reden, ist nun mal so, ne? Schauen wir mal. Ah, ist das eine schöne Strecke hier, oder? Schön, schön. Da fahren wir auch ganz schön zügig hier lang, ne? Zum Glück ist nicht ganz so viel Verkehr hier. Ah, hier. Ah. Herrlich. Da fliegt denn ja das Blech weg. Oh, auch wieder sehr, sehr knapp gewesen hier, die ganze Angelegenheit. So. Ah. So, dann fahren wir nach Hammerfest. Hier schön mit der Flagge hier. Norwegen. Da ist es Nordkap. Oh, wir müssen ja hier rum. Oh, Entschuldigung. Die ganze Zeit fahre ich ordentlich und dann kommt sowas hier. Also ich bin schon sehr gespannt, weil ihr könnt auch gerne mal reinschreiben, was wie ihr diese Funktion findet. Ob das was Gutes ist oder was Schlechtes. Wann sollte ich es machen? Vielleicht sagt der eine oder der andere, nur wenn ETS kommen, Videos, oder wenn Reviews, oder besser gesagt,
First Look. Ein richtiges Review kann ich und werde ich nie machen können, weil dann müsst ihr das Spiel eine Woche vorher haben. Ich müsste alles mir genau angucken, wie und was beim Spiel neu ist. Und das ist ja schlicht nicht möglich, ja, von der Zeit her. Ah, schön hier. Mit den Bergen da hinten. Leckt mich doch am Arsch. Das wirkt so schön. So, jetzt kommen wir da auch noch zu irgendwelchen Serpentinen hier. Und da ist auch noch so eine Landstraße, eine so eine Bergstraße, die da oben lang geführt hat. Ah, herrlich. Jetzt ist natürlich irgend so ein Osterei wieder vor uns. Komm, 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 komm. Wir werden auch immer so einen Mix machen, dass wir hier mal einen Teil von Deutschland noch rumcruisen. Aber gerade hier solche Spanien, Balkan, oh, wir müssen da hinten über die Brücke, wa? Wir haben, oh ja, noch ein paar Kilometer. Ich habe jetzt ja extra keine Fracht, weil die Fracht denn, ui, wären eigentlich alle nach unten gewesen, also um die 500 Kilometer. Und wenn wir die Möglichkeit haben, hier lang zu fahren, dann können wir auch ohne Fracht das machen. Geht ja eigentlich nur darum, dass man dann irgendwie Geld verdient. Und jetzt fährt der hier weg. Also hier rechts vor links oder was? Naja, fahr mal gemütlich da lang. Uiuiui, hier ist auf ordentlich Steigung hier. So, wir müssen da vorne auf jeden Fall nach links ab und dann bin ich mal echt gespannt, wie es da oben aussieht. Ein bisschen langsamer fahren. Hammerfest. Lieber nicht so schnell fahren hier. Die letzten Kilometer, aber ich denke mal, die 150 Kilometer waren es oder 170, die ich hier ausgewählt habe, ist ganz gut gewesen. Mal schauen, welchen LKW wir als nächstes dann nehmen. Wie gesagt, in England hier, in Wales will ich dann nochmal ein bisschen rumfahren. Eieieiei. Hammerfest. Juhu, das erste Mal bin ich hier. Ah. Könnte man hier unten noch lang fahren? Hier so eine ganz beschauliche Kirche. Ist auch noch so ein. Oh, das sieht ja schön aus hier oben. Hier ist quasi der Markt oder so, ne?
Sehr beschaulich. Schön hier. Fahren wir weiter, bis wir am Ende sind. Steht ab und zu mein Autochen. Ja, eine Tankstelle haben wir ja auch. Schon ein bisschen in die Jahre gekommen. Also jetzt guck mal hier, wie steil das hier hochgeht. Uiuiui. Oh. Jo. Da hat mich jemand abonniert. Uiuiui. So, wie viele Kilometer haben wir noch? 3. Dann sind wir da. Schöne Tour. Ich hoffe, es hat euch natürlich auch Spaß gemacht, mit mir hier oben im Norden unterwegs zu sein. Wenn ja, dann könnt ihr es gerne schreiben. Und natürlich, wo ich als nächstes vielleicht langfahren kann. Und jetzt geht's ab in die... ins Bergwerk. Oh, wollte ich schon sagen, ja. Ah. Oder so. Ein Däumchen da lassen. Das wäre auf jeden Fall supi. So, jetzt... lass uns aber hier mal gemütlich. Ich bin hier gespannt, was es hier gibt. Ist hier irgendwo ein Easter Egg verstanden? Nicht so schnell, ne? Ja, ab und zu mal hier zwei Ruckler gehabt jetzt. Muss da hier ordentlich nachladen. Ah. Hier ist eine Raffinerie oder so, ne? Ja, ja. Und da ein riesen Pott, der da steht. Gut, also ist hier ein bisschen eine Industrieanlage. Wahrscheinlich hier das Öl zu holen. So, gut. Also, ich bin auf jeden Fall gespannt, wie das mit diesen, ja, Premiere-Funktionen diesmal geklappt hat. Und ja, schreibt das bitte mal rein, weil so können wir vielleicht noch für den, ja, für die Community noch besser interagieren oder ihr miteinander, um dann halt vielleicht in dem Zuge, ja, ich habe Lust jetzt Multiplayer zu sparen und da kommen halt noch ein paar Leute dazu, dass ihr dann nicht alleine seid. Ja, Discord-Server ist unten natürlich verlinkt, da könnt ihr dann gerne draufkommen und gemeinsam eine Tour machen. So, das soll es dann aber gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Haut rein, macht's gut, bye bye.